Abhängigkeit vom China-Geschäft. Eine interessante Grafik. Wenn im Handelsblatt ein Artikel dazu geschrieben steht, lohnend diesen zu lesen. Meine Sicht auf die Grafik. Der Gesamtabsatz kann sich nur auf bestimmte Produkte beziehen oder auf das gesamte Absatzpotenzial des Marktes. Da China sehr gut, meiner Meinung nach, im Sektor der Elektrofahrzeuge ist, bestimmt bessere Ergebnisse erzielt als VW, glaube ich, dass diese Zahlen nur auf bestimmte Produkte sich beziehen. Der Vorstand selbst sagt, dass seit 2019 die Zahl der Auslieferungen rückläufig sind, könnte dies auch heißen, dass im Corona-Jahr 2020 bis 2022 Fahrzeuge abverkauft wurden, die produziert wurden in der Vergangenheit. Bei 40% Gesamtabsatz würde das auch heißen, das sind Chinesen, die man nicht durch Werbekampagne überzeugen müssten, VW zu kaufen. Dann stelle ich mir die Frage, ob eventuell die Marke VW preisgünstig in China verkauft wird, da die technologischen Arbeiten in anderen Ländern getätigt werden mit höheren Stückpreisen. Grafik aus dem Handelsblatt vom 22. November 2020.